Picknick. Hm? Ein Bier. Ganz einfach für den Anfang erstmal die 1 und 2er Handschuhe. Wir haben mehrere Varianten, weil wir Leute mit unterschiedlichen Händegrößen haben. Genau, dann. Dann das Werkzeug für die 3 und 4. Dann einmal. Bei uns beidseitig, bei beiden Taschen drin, Abreißleine, Däumling und Nadel. Bei uns bei beiden identisch drin. Das ist für die 4 und bei den 3 noch Messer und Tasche für die Primer. Tasche für den Powder Monkey. Dann, was wichtig ist, ist jetzt zwar nicht so authentisch, aber Erste-Hilfe-Kasten. Was passiert? Das gleiche Ohrenstöpsel, das ist auch nicht gerade authentisch verpackt. Und, na klar, die Zündhütchen. Na und für vorne den Stopfen. Was wir uns jetzt angewöhnt haben, was leider nicht mehr zum Protze passt, deswegen haben wir einen Jute-Sack dabei. Ein Kanister Wasser. Aber wir brauchen, wenn halt wirklich sehr warm ist, einmal zum Trinken, zweitens, wenn der Kanone was fehlt vor einem Eimer, weil das ausgeschüttelt wird und halt bei uns halt dadurch, dass es nicht in die Protze passt, ein Jute-Sack, der den wir vorne anbinden. Was haben wir denn noch? Haben wir noch was dran? Ja. Dann die rote Fahne auch fürs Misfeuer wichtig und was wir auch noch drin haben ist ein allgemeiner Kasten mit allem möglichen Werkzeug, ein Schraubenzieher, eine Zange drin. Außerdem haben wir immer noch einen Maulschlüssel dann für die Zündlochschraube drin. Das ist jetzt mal der gesamte Karton. Was ist mit Ladung? Gerade die rote Fahne, wenn wir es hier durchfällt, Infanterie, alles. Da kannst du zwar rufen, aber die rote Fahne siehst du doch schneller. Das ist doch Sicherheit, so unsere Sicherheit. Ja. Das war's doch sehr klar. Das ist doch. Danke, Tatsch. Ich hoffe, dass bei euch das überall auch drin ist. Und wenn nicht, wirst du jetzt Bescheid. Das ist der Standort. Ja. Wird es mit der Fahne nochmal beim Rienex-Pendern vorher erklärt, dass die anderen Einheiten das auch wissen, Infanterie zum Beispiel und Kavallerie? Das können wir am Stab weiterhin, ja. Das können wir. Gibt es ein Namenmaß für die Fahne? Gibt es ein Namenmaß für die Fahne? Name? Normmaß. Nein. Größe. Aber die Farbe ja entscheidend rot. Ich sehe das. Guck mal schnell. Rot, ja schon.